Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Max und ich begrüße euch zum Spin-Tire-Tutorial. Wie installiere ich Mods? Im Vordergrund seht ihr gerade den Mercedes-Benz Geländewagen G65 in der ersten Version. Und jetzt werden sich einige fragen, wie macht der Maximus das, dass der andere Fahrzeuge oder Gegenstände oder vielleicht auch Maps in das Spiel integrieren möchte? Gerade dieses Spiel Spin-Tires ist wie der Euro-Truck-Simulator sehr modfreundlich und das möchte ich euch ganz schnell mal zeigen. So, ja, um Mods runterzuladen, muss ich natürlich erstmal auf der passenden Seite sein. Ich habe mir jetzt SpinTiresMod.com ausgesucht und da seht ihr schon als erstes den Mercedes. Es gibt natürlich schon andere Mods. Hier kann man zum Beispiel Steine hin und her fahren, also nicht nur Holz, sondern Steine. Oder man hat einen anderen kleinen Mini-Trailer, einen Tank-Trailer. Oder aber auch einen richtigen, ja, Holztrailer. Aber ihr solltet darauf aufpassen, dass hier in der Beschreibung immer SpinTire 2014 steht. Weil es gibt natürlich auch Mods, die für, ja, die Demo-Version sind. Und ja, ich weiß nicht, ob die unbedingt funktionieren können. So, jetzt haben wir aber den Mercedes, den ich euch ja vorstellen möchte und drücke ganz einfach mal auf Download. Dann öffnet sich ein anderes Fenster und ich sage Download. Ihr merkt schon, ich muss eine gewisse Zeit warten. Ich schließe das einfach. Ja, und natürlich sind auch Werbesendungen oder Seiten, die sich immer wieder aufblenden. So, ihr seht schon, es ist meistens eine ZIP oder eine RAR-Datei. Also ich habe hier WinRAR. Und ja, das müsste ganz normal entpacken. Und dann habt ihr hier diese G65-Ordner. Und dann seht ihr schon, dass hier drei Unterordner sind. Ja, da sind dann Sounds drin, Trucks etc. Bei den Truck wird zum Beispiel gerade bei diesem Fahrzeug der USAS ersetzt. Aber wir brauchen da nicht weiter reingucken. Wir müssen jetzt erstmal in dem Ordner von Steam rein. Kommt drauf an, wo ihr Steam installiert habt. Ich habe Steam auf D installiert. Dann gehen wir einfach mal auf Steam. Dann ganz normal auf Steam Apps, dann auf Common und dann suchen wir SpinTires. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Dann gibt es einen Ordner, der nennt sich Medien. Gut, dann gehen wir einfach mal drauf und ihr seht hier schon, dass hier ein paar Ordner installiert sind. Ja? Die ersten Ordner, die drin sind, ist Videos und Strings. Ja? Dann müsst ihr einfach nur diesen ganzen Kladatsch nehmen, hier rüber. Sagen, alles ersetzen, das auch, alles ersetzen, zack. Und das war's. Mehr müsst ihr nicht machen und dann ist das natürlich im Spiel. Gut, dann sehen wir uns gleich im Spiel und dann gucken wir uns den Mercedes nochmal ein bisschen an. So, jetzt haben wir hier das gute Stück, den Mercedes-Benz G65 und jetzt gucken wir uns mal schnell mal an, was dieses Fahrzeug alles für Anbauteile hat. Starten wir den Motor. Fahren mal kurz rückwärts. Und warten, bis er uns was anzeigt. Zum einen können wir Dachkoffer anbauen. Machen wir, dafür kriegen wir 200 Reparaturpunkte. Und wir können andere Räder raufbauen. Das sind diese Standardreifen. Ich denke mal, das passt nicht so richtig zum Mercedes. Nein, das lassen wir, das lassen wir. Wir machen Standardreifen. Und gucken uns mal an, wie der sich so im Gelände verhält. Der Sound ist trotzdem nicht vom Mercedes, muss ich sagen. Der hört sich wirklich an von dem ersetzten USAS. Also UAZ, USAS oder UAS. Und er wühlt sich schon ordentlich durch, ne? Wir machen mal Differential und Allrad dran. Und Licht an. Und das haben sie, glaube ich, auch geändert, jetzt muss ich sagen. In dem, ja, letzten Update, dass der Schlamm hier am Auto besser haften bleibt. Und ja, das Schadensmodell werden wir gleich mal angucken. Wir werden mal irgendwo gegenfahren, gucken uns mal an, wie sich der Wagen so verhält. Aber ganz ehrlich, sieht der nicht toll aus? Und jetzt bleibt er natürlich an so einem Baumstumpf hängen. Naja, passiert, ne? Eins möchte ich euch aber noch sagen, bevor ihr Mods in das Spiel integriert. Wenn ihr gerne im Multiplayer unterwegs seid, dann muss ich euch dringend davor abraten, diese Mods zu integrieren, weil eure Freunde wahrscheinlich nicht die Mods haben und dadurch der Multiplayer nicht funktioniert. Dann kommt dann quasi so eine Meldung, ja, ihr Spiel ist nicht kompatibel mit den anderen im Multiplayer und daher können sie es nicht spielen etc. Darum solltet ihr wirklich aufpassen, Mods ins Spiel reinzumachen, aber wenn ihr eh gerne alleine rumfahrt, dann sollte es kein Problem sein. Aber auch gespeicherte Spielstände können
eventuell ja betroffen sein, dass ihr komplett nochmal von vorne anfangen müsst, weil ja ein anderes Auto drin ist. Möchte ich jetzt nicht beschreien, vielleicht werden sie noch irgendwann mal was ändern bezüglich, dass man ja mit Mods spielen kann und einmal ohne. Das würde auf jeden Fall sehr interessant sein, wie es dann aussieht, gerade wenn so ein Spiel so modfreundlich ist wie ETS. Da ist es ja eigentlich gut geregelt mit dem Multiplayer. Ob denn irgendwann mal DLCs und sowas kommen oder das ganze Spiel in Steam Workshop integriert wird, das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Aber er fährt sich richtig gut. Muss ich ehrlich sagen, ein wunderschönes Fahrzeug. Herrlich. Ich muss mir erstmal selber so eine kleine Teststrecke aussuchen, wo ich Autos teste. So, das soll es aber auch gewesen sein mit dem kleinen Tutorial. Und falls ihr dann irgendwelche Fragen habt, stellt die mir einfach und ich gucke es mir an. Falls irgendwelche Sachen ja vergessen geworden sind, dann sagt mir einfach Bescheid. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Das war euer Maximus. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.